Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ich muss, glaube ich, gerade mal die Spielaufnahme auf mittig stellen. Wartet mal, das müsste dann so gehen. So, jetzt ist es auf mittig. Und also nochmal willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ja, und es gibt natürlich immer was zu tun hier, also so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, Liga-Alltag. So ein bisschen Liga-Alltag hier an den Tag legen und dazu gehört natürlich dass man immer brav seine Angriffe macht und nicht wie der Toto gestern einen vergessen hat, weil ich einen Account nicht auf dem Handy hatte. Heißt, im Moment bin ich nicht immer vor Ort und kann auch eigentlich nicht mehr so gut aufnehmen, denn mein Rechner hier zickt ganz, ganz hart beim Rendern und ich muss das ganze Material immer recht aufwendig auf einen anderen Rechner erstmal bringen, dann da rendern, dann wieder zurück und so weiter und so fort. Ist also im Moment ein bisschen doof, deswegen hört er auch ab und zu ein bisschen wenig von mir, weil ich brauche für so eine Folge jetzt immer unheimlich lange. Ja, aber worum geht es eigentlich? Klar, es geht natürlich ums Spenden und ich denke mal, ihr seht, wir haben noch gute 8 Stunden der Zeit, hier die Clanbogen zu befüllen, beziehungsweise um natürlich die Angriffe zu machen. Und aber hier gucken wir gleich mal rein, denn ich habe es mal vorbereitet. Ich finde es immer ganz witzig, wenn man ganz, ganz viel verspendet und guckt dann wieder auf seinen Home-Bildschirm, wie diese ganzen Massen dann Richtung Ausgang, sage ich mal, oder Richtung Spendenlager gehen. Also gehen wir hier mal durch, wer denn überhaupt noch was gebrauchen kann. Und das ist okay, 2 Echsen habe ich noch nicht, aber ich glaube, Ice Golem habe ich und einen Hunter habe ich auch. Please Archer with ein Ice Golem. Ich habe erst 3 Archer. Ja, ich hab 4, ich weiß, aber einer gehört mit zu meiner Angriffsarmee. Und von da Kopfjägerin, den machen wir gleich voll. 2 Super Luckys für den Thorsten hier. 1, 2, ich hoffe, ich habe richtig gerechnet. 1, 2, 3. Das ist eigentlich so sein sollte. Warte mal, hier hauen wir noch so einen Kopfjäger rein. Dann machen wir gleich noch 3, 6 Kobolde. 1, 2, 3. Der ist schon voll. Das passt. Super Luckys 1, 2, 3. Und mal sehen, ob wir jetzt noch irgendwo einen haben. Offenen Lava-Hund. Okay. Hatte ich auch fertig. Und Rest Bogies. Also brauchen wir eigentlich nur noch Bogies machen. Der Rest ist hier schon voll. Das heißt, nee, hier oben fehlt noch, glaube ich, eine Hexe. Beziehungsweise beim Avatar selber. Ja, ihr solltet auch darauf achten, dass eure Clanburg dann auch voll wird. Aber meine wurde diesmal mit befüllt. Sonst habe ich das immer mit Thorsten gemacht. Und so müssen wir hier dann nur noch so ein paar Kobis machen. Aber wenn ich jetzt hier auf zurückgehe, dann sieht er das. Die ganze Masse der Truppen latscht. Ja, was heißt latscht? Fliegt da jetzt hin. Und ich hoffe, ich kann dann gleich meine andere Armee bauen. Aber ich habe ein bisschen zu viel sowieso gebaut. Und aber die lassen wir ruhig mal stehen. Würde ich jetzt mal so sagen. Obwohl, die beiden brauchen wir denn doch nicht. Und da brauchten wir jetzt nur noch halt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Von denen 1, 2, 3, glaube ich, von denen, und viel mehr war es, glaube ich, nicht. Hier noch ein paar Bogies, okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mit Thorsten mache ich dann gleich den Rest. Aber so läuft das. Das ist so ein bisschen Liga-Alltag. Und bei uns läuft es aber eigentlich, ich will jetzt nicht sagen, gar nicht mal so schlecht. Ihr habt da unten ja jetzt schon die vielen roten Pfeile gesehen oder Haken gesehen. Ja, wir haben jetzt bisher einmal gewonnen gegen den letzten. Ich glaube, der kämpft auch nicht so wirklich. Ihr seht das, 59 Sterne insgesamt. Und natürlich klar verloren. Toto auch mal so richtig gefehlt hier mit 46%. Gehört halt dazu, aber der Kampftag heute, der soll es nochmal, ja, ich will nicht sagen, soll es nochmal reißen, aber auch hier unten wieder ein 14er. Und Dirk hat es auch, obwohl der Dirk hat es eigentlich immer ganz, was heißt ganz genehm, musste auch schon wieder gegen 13er ran. Also ist das Ganze für uns nach wie vor hier ein bisschen schwieriger, was aber nicht so schlimm ist. Eigentlich wollte ich auch mal in den kleinen Free-to-Play wechseln, aber ich komme im Moment so relativ schleppend nur zum Aufnehmen und das ganze Material dann auch fertig machen. Also seht es mir ein bisschen nach. Aber ich vergesse das Game hier in jedem Fall für euch nicht. Und von daher kann ich hier heute wenigstens mal wieder so ein bisschen aufnehmen. Und dann muss ich das ja gleich wahrscheinlich zum Rendern wieder rüberschleppen. Ist aber nicht so schlimm, denn das muss dann halt mein Notebook übernehmen. Ist sowieso 15 Mal schneller als mein
als mein Festrechner hier. Von daher ist das alles noch im Rahmen dessen und das, was ich an Kopierzeit dann letztendlich verliere, das gewinne ich dann wieder am anderen Rechner mit schnellerem Rendern. Aber da hat es auch gedauert, bis ich die Programme erst alle am Laufen hatte und dann passen manchmal die Pfade nicht, weil ich natürlich mal ein Bildchen reingeschnitten bekommen möchte und dann muss ich das Ganze auch wieder mit rübernehmen, aber irgendwie so behilft man sich erstmal. Ich weiß nicht, was meine Kiste hier hat, vielleicht ist es so ein bisschen das Alter. Keine Ahnung, ich muss den vielleicht mal auseinandernehmen, mal so richtig, richtig reinigen, denn das habe ich auch schon ewig nicht mehr gemacht. Und vielleicht stört es da auch, dass er dann vielleicht zu warm wird und dann abstürzt oder was auch immer. Keine Ahnung, Leute. Ist aber nicht so schlimm, der Dirk macht das hier immer ganz gut. 2 Sterne, ich denke mal, das ist immer so ein bisschen so unser Anspruch. Klar, Anspruch sind immer 3 Sterne, aber den kannst du nicht gerecht werden, wenn du die ganze Woche Heat uppen musst. Und der Dirk musste hier die ganze Woche Heat uppen. Und auch die 13er dann unten, er ist ja sogar noch erst ein 12er, auch die 13er dann unten mussten irgendwie sich immer die Sterne holen. Oder ihr habt es ja eben gesehen, 46% bei mir mit dem Avatar. Ja, so ein klassischer Superfail mal, ne? So ein klassischer Superfail und auch die Base, die ich mir eigentlich gleich ausgeguckt habe, das kann nun mein Gegenüber sein, denke ich mal. Den muss ich auch erstmal machen, denn das ist auch, obwohl, na immerhin, das ist erst ein 4er Rathaus, hurra. Und Multi Inferno, so ein bisschen geht da vielleicht was mit der Queen und von da dann mit den anderen Truppen, müssen wir mal gucken, dass wir die Clanburg irgendwie auch rausbekommen. Die kann man natürlich mit einer Blimp vielleicht rausziehen oder so. Da müssen wir mal sehen, vielleicht gehen wir auch gegenüber des Adlers. Ist halt alles offen, aber erstmal hier noch die restlichen Truppen eben rein verspenden. Da oben der Deadpool, der will immer nur einen. Hier haben wir... Hier muss ich noch 2 Hexen rein haben. Okay, dann muss ich jetzt doch gem weggucken. Okay, alles will ich auch nicht gem. Also ich habe hier auch schon Tage gehabt, da hätte ich das machen müssen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mehr geht leider nicht. Und hier geht noch einer rein. Und ich glaube, wir hatten hier 1, 2, 3. Dann auffüllen. Und wir haben hier, glaube ich, hier haben wir das nochmal. 1, 2, 3. Und unten haben wir jetzt noch, glaube ich, einmal 9 Stück offen. Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 können wir aber nur spenden, weil wir den 9. schon den Hund gespendet haben. Aber die anderen Sachen kann ich dann gleich sicherlich machen. Die mache ich mal weg. Und was habe ich denn eigentlich am Start? Ich habe das hier am Start. Okay. Ja, wir requesten mal. Ich nehme mal keine Hawks mit, sondern ich nehme mal das Zeug mit hier. Das lasse ich mir mal spenden. Einmal konfirmen und dann machen wir halt einen Live-Angriff. Aber ich denke mal, so ein Hybrid, der geht eigentlich immer. Ich habe aber auf dem anderen Account ja auch im Moment eine ganz andere Strategie an Armee. 3, 4, 5. Glaube ich, dass es so war. Na, ich weiß es nicht mehr so genau. 1, 2 davon. Aber hier brauche ich dann keine Heilzauber, sondern ein Eil. Nehmen wir das mal so mit, würde ich sagen. 2 Frost, da kriegen wir dann 3 Stück raus, obwohl ein Eil brauchen wir auch nicht wirklich. Und wir können uns ja selber noch einen spenden lassen. Das heißt, wir können hier nochmal einen Wut mit reinnehmen. Irgendwas passt hier doch jetzt nicht. Ich selber kann das ja gar nicht machen. Okay, da muss ich mir unten 2 Frost spenden lassen, glaube ich, oder? Ne, wir machen das anders. Ich muss mir sowieso hier, glaube ich, was anderes geben. Warte mal, wir machen das hier so. Machen wir das da so. Das ist irgendwie doof. Ah ne, das machen wir anders. Wartet, Leute. Ich meine, klar, wartet ihr. Wenn ich mir das jetzt spenden wegnehme, kriege ich noch einen Wut mehr. Okay, so, das passt erstmal. Ja, manchmal ein bisschen chaosmäßig bei mir, ich weiß. Das passt aber erstmal. Und hier nehmen wir noch einen Rost mit, weil ich dann noch einen Rost und den Gift lasse ich mir spenden hier. Obwohl ich jetzt schon was anderes angefordert habe, ne? Okay, ich gehe mal gerade auf den Toti drauf. Ich habe jetzt leider schon was anderes angefordert und muss mir aber hier, glaube ich, dann muss man Zauber spielen gerade? Ne, muss man nicht. Okay, dann lasse ich das mal eben offen und
Dann gebe ich dem Toti nur die notwendigen Truppen. Oh, was habe ich gemacht? Ah, doch, passt. Passt. Und dann warte ich gerade ein paar Minuten, fordere mit dem Afer nochmal an. Der braucht dann das hier und das hier. Okay, also nochmal rübergegangen. Und dann würde ich sagen, ja, schauen wir mal, wie wir den Angriff machen auf die Base hier. Ich will in jedem Fall mit euch einen Live-Angriff machen hier. Nur weiß ich noch nicht, von wo man vorgeht. Ich meine, Adler könnten wir ganz gut erreichen. Da ist auch kein Feger, der mir jetzt die Heiler wegfähigt, glaube ich. Das müsste funktionieren. Ich sehe im Moment sowieso nur einen Feger, obwohl der könnte mir die Heiler ein bisschen wegfegen. Ist ein bisschen doof. Aber vielleicht können wir das Ganze ja hier rüber so ein bisschen machen, dass wir hier den Scattershot auch mit rausnehmen. Und ach, der andere Feger ist da, alles klar. Und dann müssen wir halt den langen Weg nachher vielleicht Richtung Rathaus nehmen. Gucken wir mal, aber erstmal kurzer Zeitcut. Und also von 6 Minuten und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn die Clanburg voll ist. Okay, Freunde, willkommen zurück. Also willkommen zurück zu mir selber. Und dann legen wir mal los, so wie wir geplant hatten. Wir haben die beiden Zauber jetzt im, ja, ich wollte gerade sagen im Sack, nee, in unserer Clanburg. Und mal sehen, wie wir den überhaupt irgendwie schaffen können. Ich habe auch Headhunter dabei, ich habe von denen ein paar, ja, wir gehen mal rein. Und live ist live, live fail, immer gern gesehen beim Toti, das wisst ihr. Also bei Toto wird immer schön live gefailt. Ich weiß, ich muss aber, was muss ich denn eigentlich? Wir gehen hier mal so vor. Ah, okay, trollige Teslas, alles klar. Trollige Teslas und natürlich auch noch ein trolliger Tesla, alles klar. Perfekt, dann machen wir hier hinten mal ein bisschen was weg, dass uns die Queen da nicht ganz so weggleitet. Gucken wir mal. Jetzt habe ich allerdings auch keinen Ballon mehr. Jetzt habe ich meine Ballons alle schon verschwendet, okay. Aber hier machen wir mal jetzt ein bisschen mehr PS. Gut, dass der die Scatter-Shots noch nicht ganz so hoch hat. Und dann könnten wir eigentlich hier unten den hier mit, da müssen wir jetzt giften und vielleicht auch frosten. So, hier unten geht aber unser King schon mal ganz gut. Also sagen wir mal so, gar nicht mal so schlecht. Dann nehmen wir hier die Queen nochmal mit rein. Oh, jetzt brauche ich Headhunter. Jetzt brauche ich da die Headhunter, aber ganz, ganz dringend. Oh, ich muss die Queen doch schon zünden. Okay, ich musste leider die Queen schon zünden. Ob das jetzt gut ist oder schlecht ist, weiß ich nicht so genau. Aber wir nehmen den mal da und nehmen hier jetzt mal den Rest mit rein. Dann können die Heiler nämlich rüber switchen und können hier den Rest machen. Ich nehme trotzdem jetzt gleich eine Blimp mit rein. So, die Hox noch da hinterher und Heilung. Heilung, viel Heilung dort und nehme auch die Blimp noch da mit rein. Mal sehen, wie langsam oder wie schnell die Blimp noch sein kann, ob ich hier noch irgendetwas in die Wardenaura reinbekomme. Mal sehen, ob das Rathaus da fällt. Aber der Adler fällt natürlich nicht. Und das Rathaus fällt. Ah, da ist mein Rollchampion noch mit dran. Jawohl, das Rathaus fällt. Alles klar. Uff. 2 Sterne in den Sack gerettet. Okay, das war ja auch nur Ziel. War gar nicht mal so schlecht. Also habe ich schon viel, viel schlechtere Angriffe von mir gesehen. Und so ein paar Prozente gehen hier ja jetzt auch noch. Ah, geht ja doch noch so ein bisschen was. Wenn auch nicht gerade so super viel, aber immerhin ein ganz kleines bisschen. 2 Sterne hier unten gegen den 14er ist für mich absolut in Ordnung, 64%. Da geht noch ein bisschen was. Der Adler ist natürlich nicht down gegangen. Okay, da ist die Queen doch ein bisschen zu tief reingerutscht. Also nicht Richtung Adler gerutscht, sondern da hätte ich sie reinzwingen können. Vielleicht den King ein bisschen eher rausspielen oder so. Aber war gar nicht mal so übel jetzt. Ne? Fand ich 2 Sterne mehr drauf. Der Gegner macht auch immer schön 2 Sterne. Ich meine, wir haben jetzt 8x2. 8x2, ah nee, wir haben schon 3er. Oh, der Max hat schon 3er hier reingerissen. Okay, den zeige ich euch noch, gar keine Frage, wenn wir schon mal da sind. Die 2 Minuten und, na, wie viele Sekunden sind es? 46, die habe ich auch noch für euch. Gar keine Frage, wenn wir denn schon mal dabei sind, dann halten wir das auch fest hier. Wie der Max das gemacht hat, auch gegen einen 14er, aber mit 3er Rathaus, okay.
mit Dreier Rathaus und auch die Scattershots. Erst einen hoch, okay. Oder unten wartet aber reichlich. Da unten wartet aber reichlich, reichlich Defensive. Was hat er denn eigentlich genommen? Ah, ein Packer Smash, okay. Packer Smash bin ich im Moment auch mit dem Thorsten so halbwegs am Üben, so jeden zweiten, dritten Angriff. Übe ich das auch mal wieder so ein bisschen. Denn ist ja so ein bisschen so eine, ja, ich will nicht sagen Allzweckwaffe, aber so ein bisschen eine Allzweckwaffe. Und ich gucke jetzt mal eben aufs Handy nebenbei, Leute. Wenn uns dann ein Live-Angriff natürlich ereilt auf unserer Seite. Ich gucke mal gerade. Ah ne, das ist ein Angriff auf uns, okay. Und zwar auf Dirk. Oh, okay, alles klar. Habe ich gerade am Handy geguckt, Leute, mit dem anderen Account. Was natürlich auch nicht, was erschwerend hinzukommt, dass der Dirk halt ein Zwölfer ist. Aber egal, der Max hat das hier scheinbar ganz gut gemacht, sonst hätte er keine drei Sterne geholt. Gucken wir uns mal an, wie er das gemacht hat. Mit dem Smash hier kommt er aber den Rathaus nicht entgegen. Der Single Inferno fällt kurz bevor er sich richtig aufblähen kann. Wunderbar. Also bevor er voll aufgeladen ist. Jetzt kommen natürlich ein paar Knabberskelette. Da ist die Queen kurz mal abgelenkt. Nimmt aber auch eine Blimpe in der Mitte. Was hat er da drin? Wir haben, glaube ich, auch super Gobis hier drin. Aber auch er hat hier die Yetis genommen. Also den Yetis den Vorzug gegeben. Und so, dass hier keine Goblins zum Einsatz kommen mussten. Hier oben gehen jetzt nochmal zwei Tesla hoch, okay. 51 Sekunden, da kann auch alle Helden zünden. Hat noch einen Supermauerbrecher dabei. Den setzt er hoffentlich besser als ich das, sage ich mal, kann. Und sinnvoller vielleicht dafür den King nochmal, um hier die ganze Meute nochmal reinzudrücken. Der ist jetzt doch leider schon an einer anderen Stelle durch. Aber Headhunter mit dabei. Ah, super gemacht. Schöne drei Sterne hier. 13 gegen 14. Ich weiß, 14 war jetzt natürlich nicht im vollen Ausbau. Aber immerhin, die drei Sterne bringen uns hier natürlich in diesem Match im Moment einen Stern weiter. Sofern wir dann nicht wieder einen Einsterner machen, dann ist wieder alles ausgeglichen. Aber die Spielchen kennt ihr selber sicherlich aus eurem Clan. Und ich habe aber noch einen kleinen Nachbrenner, was die Spenden angeht. Ihr wisst ja, die Spenden zählen immer noch nicht auf euer Zählerkonto, wenn es darum geht, dass die dann auch als gespendete Truppen zählen, weil man könnte dann natürlich mogeln und könnte dann immer wieder die Clanbogen leer machen und immer wieder vollspenden und es würde reingehen. Ich will gar nicht live reingehen. Ich will eigentlich gar nicht live reingehen. 16 Minuten schon wieder die Sendung hier. Oh nein, die machen auch drei, okay. Sehr ärgerlich, Leute, sehr ärgerlich. Damit haben wir wieder einen kleinen Gleichstand hier, würde ich sagen. Und das heißt, der Gegner macht jetzt auch nochmal Sterne. Haben wir schon einer dabei? Ne, wir haben noch keinen Einsterner, okay. Aber wir haben zwei, drei Sterne, alles klar. Den hier oben zeige ich euch irgendwann später. Tut mir leid, der Dirkson muss jetzt leider dran glauben, sonst wird das Ding hier ein bisschen lang. Wir sind jetzt schon wieder bei 16 Minuten und dann zeige ich euch den lieber im Nachgang. Wir haben ja noch einen Tag, beziehungsweise wir haben noch zwei Spieltage, also geht da in jedem Fall noch was. Ich halte das für euch fest. Ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, dann lasst mal einen Daumen nach oben da, abonnieren nicht vergessen und am Kanal dranbleiben, auch wenn es im Moment nicht ganz so viel ist. Ich versuche dem Ganzen mal so ein bisschen Herr zu werden. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Toto. Clasht.